Wir hatten in aller Regel ja fast nur noch Frauen als Lehrerinnen dort und sehr wenige Männer. Aber in der 5. Klasse war das, da hatten wir denn einen stramm SA-Mann, hatte den Spitznamen Peng Schäfer. Ja. Und der erschien nur in SA-Uniform, ganz stramm zum Unterricht und war natürlich total gläubiger Nazi. Und da ich einigermaßen gut begriff, schickte er mich alle 4 Wochen mit seinem Fahrrad, hat einen Sattel ein bisschen runtergemacht, in der Ortsteil Felgeleben bei uns, also ein kleiner Ortsteil. Und in der Siedlung war er der Obmann für seine Parteigenossen und ich habe dann dort die Parteibeiträge für ihn einsammeln dürfen. Früher zu Blitz-Sieg-Zeiten hat er das noch selber gemacht. Aber als jetzt nun denn in vielen, vielen Familien die Nachrichten kamen, der Vater, der Sohn verstorben und so weiter, also umgekommen im Kriege, da gab es natürlich dann auch harsche Worte. Und die wollte er sich irgendwie nicht antun. Und ich hatte eingedenk der Reden meiner Mutter nichts weitergeben, auch schon gelernt, das erzählte dem Peng Schäfer natürlich nicht, was die Leute da gesagt haben.